Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, auch im Namen von meinem Partner heute Abend hier, dem ich gleich assistieren darf, Professor Schädel-Höpfner aus Neuss. Mein Name selber ist Michael Hoffmann aus Hamburg. Love Island war gestern, Surgical Island ist heute. Und wir haben die Ehre, heute hier in einem top ausgestatteten virtuellen OP bei RIMASYS in Köln sein zu dürfen. Wir haben ein präfrakturiertes Implantat hier. Wir haben uns eine anspruchsvolle distale Radiusfraktur rausgesucht. Dazu kommen wir gleich noch näher im Detail natürlich. Sie haben die Möglichkeit, und dazu möchte ich Sie explizit ermutigen, wir haben eine Live-Chat-Funktion hier. Und ich versuche, die Session sowohl zu moderieren, als auch auf Ihre Fragen einzugehen. Und deswegen würden wir uns alle sehr freuen, wenn Sie Fragen stellen, wenn Sie aktiv hier dran teilnehmen. Ich denke, dass man viele Fragen während der OP beantworten kann. Die nächsten 60 Minuten sind diesem Eingriff gewidmet. Die Radiusfraktur versorgen werden wir mit der Firma Smith & Nephew zusammen. Und da werden wir das neue EVOS Wrist-System benutzen, was, so wie ich es verstanden habe, ganz neu am Markt ist. Und Frau Brühheim, die Sie im Hintergrund sehen, wird uns auch dabei helfen, dass wir die richtigen Schrauben für die richtigen Löcher finden. Wenn wir zur Fraktur kommen, muss man ja sagen, das haben Sie sicherlich jetzt schon mehrfach gehört, im Rahmen der Surgical Island Sessions hat ja RIMASYS ein komplett neues Produktfeld aufgemacht. Und ich denke, wir wurden alle da nachhaltig beeindruckt. Früher gab es den Osteosynthese-Workshop am Sawbone. Das war per se auch nicht schlecht. Mit der Tatsache, dass wir jetzt die Frakturen richtig generiert bekommen an einem humanen Präparat und dann auch noch eine Top-Vorbereitung mit einem 3D-Print, gibt uns natürlich ein ganz anderes Versorgungsspektrum. Das heißt, wir können über Zugänge reden, wir können uns Frakturen angucken, wir können uns Anatomie anschauen und wir können Realtime versorgen. Und das ist natürlich für Demonstrations- und Ausbildungszwecke exzellent und eine ganz, ganz neue Plattform. Und da sind wir, glaube ich, auch alle sehr, sehr dankbar für. Was haben wir für heute rausgesucht? Wir haben eine distale Radiusfraktur rausgesucht. Das ist vermutlich eine C3-Fraktur. Sie sehen hier, dass die Lunate Facet komplett rausgesprengt wurde. Wenn man sich die CT-Bilder anschaut, sieht man, dass das nicht ein solides Fragment ist, wie es hier im 3D-Print ist, sondern dass wir hier auch in der Sagittalebene praktisch zusätzliche Splits haben. Wir haben eine Trümmerzone sowohl dorsalseitig als auch palmarseitig, was die Fraktur in beide Richtungen instabil macht und auch, dass hier recht solide wirkt. Der Styloideus radii-Fragment ist auch in sich noch einmal gebrochen. Ich übergebe an meinen Partner, der dies gleich maßgeblich operieren wird. Und der wird Ihnen die Grundzüge der geplanten Versorgungsstruktur einmal näher bringen. Bitte schön. Ja, danke für die charmante Einführung. Und ich freue mich, dass der Professor Hoffmann jetzt diese eine Stunde Live-OP dann auch fachlich sehr gut begleiten wird. Die Analyse der Fraktur ist natürlich der erste Schritt. Den kürzen wir jetzt insgesamt etwas ab. Wir hätten ja sonst auch in der Klinik Zeit genug, um uns ausreichend mit der Fraktur vertraut zu machen. Wir fangen aber jetzt erstmal in der Analyse an mit den Bildern, die uns zur Verfügung stehen. Das erste Bild wäre jetzt das konventionelle Röntgenbild, was wir hier haben. Es sollte jetzt auch eingeblendet werden. Also wir haben die AP-Aufnahme, die nicht ganz AP ist und die zeigt, dass also eine erhebliche Dislokation nach oben radial vorliegt und hier eine starke Instabilität besteht. Wenn wir die seitliche Röntgenaufnahme dazu noch sehen können, dann sehen wir auch da den instabilen Charakter der Fraktur. Das imponiert es erstmal als Extensionsfraktur. Allerdings gibt es auch eine palmare Instabilitätszone, sodass die Herausforderung hier durchaus beachtlich ist. Das Ganze kann natürlich nur mit Hilfe einer CT analysiert werden, was wir grundsätzlich ja immer machen. Wenn wir eine artikuläre Fraktur haben, dann sollte eine CT-Untersuchung präoperativ durchgeführt werden, um das Frakturausmaß genau charakterisieren zu können. Und hier sehen wir also sehr kleine distale artikuläre Fragmente, eine dorsale Trümmerzone, wie bei einer Extension nicht anders zu erwarten, aber auch eben palmar das Ganze instabil. Und wenn wir jetzt mal noch die axialen Schnitte sehen könnten, das sind die links unten, genau, dann sehen wir, dass es also keine einfache artikuläre Fraktur ist, sondern dass tatsächlich auch mehrere artikuläre Fragmente hier vorliegen. Ein großes radiales Fragment, was den Prozess Styloideus radii beinhaltet, aber auch dorso-ulnare und Fragmente, da gibt es mehrere, und ein palmares ulnares Fragment,
Die alle muss man jetzt adressieren. Und wir dürfen nicht vergessen, dass beim lebendigen Patienten an diesen Fragmenten Ligamente ansetzen, die in der heutigen wissenschaftlichen Literatur zunehmend auch an Bedeutung gewinnen und eben für die Redislokation nach Osteosynthese durchaus eine Rolle spielen. Deswegen haben wir hier das Konzept, dass wir zunächst einmal wie üblich eine palmare Platte anlegen wollen. Die soll dann aber als Template wirken für die Reposition und die eigentliche artikuläre Rekonstruktion soll von dorsal passieren. So viel zur Vorrede. Und wir schauen mal, wie gut wir das jetzt in der Praxis umsetzen können. Also das heißt, es geht erstmal palmar los. Das ist für Sie ja jetzt auch Routine. Sie kennen den palmaren Zugang. Hier sind ein paar vorbestehende Wunden. Die werden wir jetzt nicht in die Versorgung im Wesentlichen einbeziehen. Wir machen also den Schnitt wie üblich. Über der Flexor Carpi Radialis sehen jetzt hier in dem Fall auch ein bisschen länger, damit wir eine ausreichende Exposition haben und halten uns jetzt neben der Sehne. Ich denke mal, das ist eher die Palmaris Longus Sehne und die Flexor Carpi Radialis Sehne kommt noch ein bisschen weiter drüben. So, also das heißt, ich habe jetzt hier eine Inzision verwendet, die ein bisschen weiter nach Ulna gelegen war, um jetzt nicht einen Parallelschnitt zu machen. Und deswegen sind wir tendenziell etwas zu weit in der Mitte. Wichtig ist aber für die Versorgung immer, sie müssen möglichst weit radial bleiben und sich tatsächlich dann die Sehne als die Leitstruktur raussuchen. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Schulen. Die meisten sagen, man soll die Flexor Carpi Radialis Sehne nach Ulna halten und dann zwischen der Sehne und der Arteria Radialis in die Tiefe präparieren. Ich selber präferiere das eher so, wie hier gesehen. Also das heißt, wir haben jetzt die Arterie und die Sehne zusammen nach radial gehalten und das gesamte Konglomerat aus den Beugesehnen und aus dem Nervus medianus, den wir nicht darstellen, nach Ulna gehalten. So. Und warum machen wir das? Ich bin einer von denen, die auch gerne einen Wundspreizer benutzen, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Wir würden dann in der Klinik möglichst nicht so einen verwenden wie hier, der ist zu spitz, sondern eher einen stumpfen. Aber wichtig ist jetzt, dass wir den einsetzen können und dadurch eine ganz gute Exposition haben. Und der erste Blick geht schon, jetzt könnten wir das noch einmal zeigen, direkt auf die Frakturzone. Hier haben wir auch den typischen Fall eines zerrissenen pronator quadratus. Der ist dann meist im distalen Anteil kaputt und wir sehen den dann proximal noch intakt, würden den an der radialen Seite dann einkerben und vom Radius direkt abpräparieren. Hier könnte man dann auch einen besseren Überblick über die Frakturzone gewinnen, auch ausreichend weit nach distal präparieren. Sie müssen das im Bereich der distalen Fragmente, also der Epiphyse, dann immer scharf machen. Proximal können Sie das Ganze auch mit dem Raspatorium machen. Da ist die Adhäsion zwischen dem Pronator und dem Knochen nicht so stark ausgeprägt. Man kann das Ganze auch noch unterstützen, indem man Humanhebel einsetzt. Das macht dann aber meistens die eigentliche Osteosynthese ein bisschen schwieriger. Man hat dann weniger Platz. Deswegen finde ich, wie schon gesagt, eigentlich den Spreizer ein ganz gutes Instrument dafür. So. Wenn die Sichtbarkeit für die Demonstration nicht ausreichend ist, dann bitte nochmal Bescheid sagen. Sieht man was von dem Verletzungsbereich? Es wird ein bisschen dunkel, aber ich glaube, man sieht das. So. Gibt es für dich eigentlich eine Indikation, Karpaltunnel mitzuspalten bei den Radiusfrakturen? Grundsätzlich nicht, es sei denn, der Patient hat vorher schon eine entsprechende Symptomatik oder jetzt eben eine erhebliche Verschlechterung. Mhm. Wir sehen das eigentlich kaum mal, dass man das mitmachen muss. Ja. Und wenn, ganz wichtig, macht man nicht einen durchgehenden Schnitt, sondern hört hier auf, weil der Ramus palmaris des Nervus medianus hier sonst verletzt werden könnte, dann wenn, ein separater Schnitt ungefähr in dieser Höhe und nicht einen großen Schnitt über alles hinweg, das wäre eher ungünstig. So, also jetzt hier Besonderheit bei dieser Fraktur, es gibt auch eine palmare Traumazone. Normalerweise kann man sich an den palmaren Fragmentkanten orientieren für die Reposition und kann dadurch auch die Längenwiederherstellung ganz gut hinkriegen. Jetzt werde ich hier gerade noch auf ein Fragment aufmerksam gemacht, wo wir noch gar nicht wissen, wo es hingehört. Wir sehen auf jeden Fall, dass es hier nochmal eine sagittale Frakturkomponente gibt. Und wenn wir sowas vor uns haben, dann denken wir natürlich auch an eine karpale Begleitverletzung. Direkt in Verlängerung dieser Frakturlinie liegt das SL-Band. Und da kann es durchaus sein, dass die Fraktur die Kraftlinie dann bis in den karpalen Bandapparat hineinverläuft. So, jetzt würde das erstmal zur Exposition ausreichen. Und der erste Schritt wäre jetzt, wie gesagt, das Anlegen einer palmaren Platte, um uns dann als Widerlager zu dienen
für die eigentliche Osteosynthese. Wir haben jetzt in dem sehr schönen Set der Firma Smith & Nephew sehr schöne Platten, die wir dafür verwenden können. Wir würden jetzt mal mit der kleineren, nicht so distal breiten Platte anfangen und haben hier die Dreilochplatte für den Schaft gewählt. Und die wird jetzt unter klinischer und aber insbesondere Röntgenkontrolle am distalen Radius ausgerichtet. Und ab jetzt müssten wir mal röntgen, damit wir sehen, ob das Ganze passt. Das ist ja jetzt ganz realistisch, so wie auch im OP. Und der Professor Hoffmann wird dann gebeten, das Langloch zu besetzen. Große Herausforderung. Wir machen das, ja, ich sage dann immer Mitte Langloch. Wir machen das immer so, dass wir also erstmal durch den Operateur die Platte anlegen lassen. So, drücken Sie mal. Okay, man sieht, also Platte könnte breiter sein. Von der Länge her ist es gut. Ja, und von der Ausrichtung her können wir noch ein bisschen dran arbeiten. Mhm. Und gerne auch das Bild senkrecht. Ich gebe mal die Platte zurück. Also du bist, da gibt es ja auch zwei unterschiedliche Philosophien. Also ich hätte jetzt vermutlich erst angefangen zu reponieren, K-Drähte festzumachen, die Platte dann anzulegen. Nee. Mit Mitte Gleitloch ist das für dich eine sichere Option, dass du praktisch noch nach oben unten shiften kannst damit, ne? Ja, da ein bisschen Unsicherheit gibt's. Jetzt wenn man schaut, wie ist es mit der Länge, der Radius ist auf diesem Röntgenbild aktuell schon ein kleines bisschen länger als die Ulna. Das heißt, wir müssen gar nicht so sehr ziehen und müssen das jetzt in unsere Überlegungen nicht so sehr einbeziehen. Das heißt, wir können die Platte jetzt in aller Ruhe ausrichten und reponieren, da das ja eine Platte mit anatomischer Form ist, dann an die Platte. So, noch mal ein Bild bitte. Ja, ist auch noch nicht so ganz perfekt. Oder da sollte man eigentlich immer ein bisschen pingelig sein und das möglichst gut machen. Nochmal an. So, also ja, wir können jetzt mal so anfangen. Das war mit der Gleitloch hier. Ja, wir wollen ja schon gucken, dass wir drüben, glaube ich, die Facies lunata an der intermediären Säule, also an der ulnaren Säule, gut gestellt kriegen, ne? Und da mindestens eine Schraube rein platzieren können. Ne? Ja. Oder würdest du die als reine Buttress-Platte nehmen jetzt? Ich nehme die jetzt erstmal nur als Widerlage und 14, bitte. Wir gucken dann, dass wir die Reposition im Wesentlichen von Dorsal machen, was die artikulären Fragmente angeht. So, erwartete Länge jetzt. Genau. Die Schrauben sind hier alle, sind 2,4 und werden 1,8 gebohrt. Also sind schön zart. Und schneiden sich gut ein, auch das muss man wirklich sagen. Das hat man auch nicht immer. So. Und wenn die Platte hier schon erstmal hält, dann kann man noch mal gucken, wie würde das Ganze aussehen, wenn wir noch mal reponieren durch Längszug. Gut, das war's. Und kann gegebenenfalls noch mal die Plattenposition ein bisschen ändern. Also wir hätten ja dann wahrscheinlich so eine Situation. Bitte noch mal ein Bild. Wie ist das? Nee. Okay. Also da muss man einberechnen, dass die Platte, dass der Unterarm jetzt noch nicht perfekt gedreht ist. Jetzt mal selbst so. Das kriegen wir schon noch hin, das wird gut. Und dann gucken wir noch mal seitlich, ob es da passt. Okay. So, ist auch gar nicht so schlecht, ne? Aber das ist vielleicht ein guter Trick, den man auch mitnehmen kann. Also wenn man die Platte geneigt ist, zuerst draufzulegen, kann man sie ja auch ein bisschen nach der Ulna gucken, die in dem Fall nicht gebrochen ist. Ne? Genau. Ja. So, also jetzt sehen wir, Platte liegt eigentlich ganz ordentlich. Wenn wir jetzt einbrechen, wir machen noch ein bisschen Längenkorrektur. Dann wäre die Platte, ja, Palmar wird sie möglicherweise ein kleines bisschen über die Watershed-Line gehen, aber distal sicherlich nicht. Wir reponieren ja die Fragmente dann jetzt noch an die Platte ran. Also insofern sind wir da ganz zufrieden und können jetzt das zweite Langloch besetzen, das zweite Schaftloch besetzen. Mal hier. Ja, bohren auch und mal eine winkelstabile machen wir. Nee, normal. Normal? Ja. Und würden da jetzt auch natürlich sparsam, wie wir sind, eine normale Corticalis-Schraube nehmen. Das muss nicht winkelstabil sein. So. Nochmal eine, gib mal eine 16er mit. Ja. Natürlich könnte man jetzt, wenn das nicht so ein besonders schwerer Fall wäre, auch einfach mit Längszug, Ulnaduktion und Flexion reponieren. Und dann gucken, dass man bei den vielen Löchern, die einem zur Verfügung stehen, im distalen Plattenanteil, die dann alle mit Schrauben adressiert. Aber wir gehen ja mal davon aus, dass das hier in dem Fall sehr schwierig ist. Die Fragmente sind sehr klein und wir würden damit nicht die nötige Stabilität erzielen, insbesondere nicht für die dorsalen, kleinen, schalenförmigen Fragmente.
Deswegen jetzt, auch um das Ganze ein bisschen instruktiver zu machen, der Schwenk nach Dorsa. Wie liegen wir in der Zeit? Viertel nach, gut. Okay. So. Wenn es Fragen gibt, ich möchte Sie nur noch einmal ermuten, die Chat-Funktion läuft parallel. Da würden wir uns sehr freuen, dass wir die auch zeitgleich beantworten können. Und gegebenenfalls können wir auch Sachen demonstrieren hier, wenn Sie etwas sehen möchten. Mhm. Dann sind Sie herzlich eingeladen, das zu fragen, bitte. So, dorsaler Zugang ist ja heutzutage nicht mehr so häufig im Gebrauch, gewinnt aber wieder an Popularität und ist sicherlich ganz wichtig, dass man den dann auch im Repertoire hat, um entsprechend auch auf komplexe Situationen reagieren zu können. Wir begegnen hier dorsal, wenn wir den Schnitt relativ mittig machen, direkt über dem distalen Radius, zum Glück wenig sensible Nervenästen. Die liegen alle ein bisschen weiter radial oder ein bisschen weiter ulna. Ich mache den Schnitt mal jetzt ruhig auch ein bisschen größer, um das Retinaculum mal in der gesamten Ausdehnung zu zeigen. Die erste Struktur, die einem dann jetzt hier begegnet, ist das Retinaculum extensorum. Das ist ein bisschen beeinträchtigt durch die Fraktur. Und jetzt wäre es eben wichtig, dass man für den späteren Verschluss das Retinaculum nicht einfach nur längs aufmacht, sondern das unter Bildung von wechselseitig radial und ulna gestielten Lappen eröffnet. So hat sich das in der Praxis bewährt, denn Sie haben ja in der Regel dann durch die dorsale Osteosynthese eine Volumenzunahme und können jetzt nicht einfach nur alles wieder längs zunehmen, wenn Sie es in der Mitte mit einem medialen Schnitt aufgemacht haben. Und über diese Lappenbildung, die schon in der Präparation ein bisschen aufwendiger sind, ich brauche nochmal ein neues Messer bitte, haben Sie die Möglichkeit, hinterher immer einen spannungsfreien Verschluss zu machen. Und Sie können diese Lappen dann später auch benutzen, um die Platte zumindest teilweise abzudecken, damit Sie dann kein Gleiten der Sehnen über der Platte haben. Zum Glück sind die meisten Platten, sowie auch die hier verwendeten Platten, sehr schlank und tragen wenig auf. Das heißt also, die Situation, dass sich eine Sehne an der Platte durchscheuert, die ist eigentlich kaum zu erwarten. Trotzdem machen wir das Ganze entsprechend vorsichtig. Und hier beim dorsalen Zugang ist jetzt wichtig, dass man immer damit rechnet. Hier kommt irgendwann dann schräg durchs Bild und durch den Situs verlaufen die Sehne des Extensor pollicis longus. Mhm. Haben wir gerade schon durchscheinen sehen, ne? Die man gerne auch mal, wenn man zu forsch präpariert, inzidiert. Das wollen wir jetzt möglichst nicht machen bei der heutigen Demonstration. So richtig gesehen habe ich sie noch nicht. Die kommen wahrscheinlich noch ein bisschen weiter, distal. In real life wäre das eine Fraktur gewesen, wo du es genauso gemacht hättest? Die stand ja jetzt relativ gut von Palmer. Ne? Ja, ich hätte es erstmal versucht, ob man das nicht mit den Schrauben von Palmer ausreichend adressieren kann. Aber wir tendieren jetzt doch eher dazu, so eine fragmentspezifische Fixierung durchzuführen. Und deswegen sind auch solche Doppelplatten-Osteosynthesen oder sogar Trippelplatten-Osteosynthesen nichts Ungewöhnliches, je nachdem, auch was man da für einen Anspruch hat an seine eigene Osteosynthese und was der Patient auch braucht. Definitiv. Ja. Besser, wenn man so in die Literatur guckt und sich Radiusfrakturen anguckt, insbesondere bei älteren Patienten, das wird ja hochkontrovers diskutiert. Einige Studien sagen, dass man sich mal reponieren muss, geschweige denn eingipsen muss und das gleichwertig ist bei älteren Patienten. Und wir reden jetzt über mehr Platten-Osteosynthesen. Hat das seinen Stellenwert irgendwo? Bei Jungen vielleicht eher, oder? Ja, sicherlich bei den Jungen. Klar ist es so, dass es keine Evidenz dafür gibt, dass tatsächlich die Platten-Osteosynthese oder überhaupt die Osteosynthese gegenüber einer konservativen Therapie ganz sicher bessere Ergebnisse bringt. Das kann man so nicht sagen. Trotzdem fühlen wir uns ja alle mit der anatomischen Rekonstruktion am wohlsten. Und wir gehen ja davon aus, dass durch die Wiederherstellung der Form dann auch am Ende die Funktion wiederkommt. Ich hatte gerade die Info durchschimmern sehen schon. Ich glaube, die kreuzt hier, ne? Kann das sein? Das wäre dann aber sehr weit drüben. Tja, also wir vermissen jetzt gerade die Extensor pollicis longus Sehne hier, die normalerweise hier sein müsste. Hier sind die Sehnen. Ach, da. Da ist sie, ne? Genau, die schimmerte vorhin nämlich schon durch. Das ist ehemaliges Lister-Tuberkel da, ne? Gut, da sind wir jetzt ein bisschen vorsichtiger. Ich brauche nochmal ein neues Messer. Also Zugang ist dann zwischen den Strecksehnenfächern. Hier sind Skalpellklingen. Zwischen den Strecksehnenfächern 3 und 4. On the way würde man dann auch immer
den Nervus interosseus dorsalis mit am Boden des vierten Strecksehnenfaches aufsuchen. Der ist dann sowieso in der Frakturzone und wenn man ihn überhaupt noch identifizieren kann, dann würde man ihn durchtrennen. Er liegt immer an der radialen Begrenzung des vierten Strecksehnenfaches. Wir warten hier gerade auf ein frisches Messer. Wie gesagt, viele Messer klingen, weil wir hier viel am Knochen schneiden. Macht ihr bei euch noch viele Fixateur extern bei den Trümmerfrakturen oder ist das weitestgehend in den Hintergrund getreten? Mal bei einer offenen Fraktur als Primärversorgung, aber ansonsten nie als definitives Konzept. Das, und Kirschner-Drahtversorgung als Standalone-Procedure? Auch so gut wie nicht mehr wahrscheinlich. Auch, ne? auch nicht was, für Kinder halt, ne? Aber sonst für Erwachsene. Was ja in den letzten Jahren sehr gehypt wurde und was meiner Ansicht nach auch einen Stellenwert hat, gerade bei diesen Trümmerfrakturen, sind diese Wrist-Spanning-Plates, wo man im Prinzip Platten auf den Radius und auch wahlweise den zweiten oder dritten, je nach Ausrichtung, metakarpale Knochen aufspannt, die man dann für ein halbes Jahr drin lässt und dann entfernt. Ja. Das ist eine gute Option. Die gibt es ja jetzt auch tatsächlich als Platten, die extra für diesen Zweck angefertigt werden. Früher hat man irgendeine winkelstabile Platte genommen und inzwischen hat sich das so als Rettungsprozedur durchaus bewährt und ist auch etwas, was wir machen. Aber zum Glück gibt es ja nur selten mal eine Indikation. So, also wir quälen uns jetzt hier gerade, während wir so entspannt miteinander plaudern, dabei die Extensor pollicis longus Sehne aus dem Situs rauszuholen. Und jetzt hat sie es tatsächlich geschafft, also überlebt, hier liegt sie. Und jetzt könnte man auch dorsal mal den Spreizer einsetzen und hat eigentlich eine ganz gute Exposition. Und wir sehen, da ist das wirkliche Problem. Dorsal ist das Ganze instabil. Wir hätten jetzt hier nochmal auf dem Boden des vierten Strecksehnenfaches die Möglichkeit, den Nervus interosseus dorsalis zu suchen. Der liegt dann in der Regel hier. Ja, das ist dann diese Struktur, die würde man dann koagulieren. Diese Zeit sparen wir uns jetzt mal. Man braucht dann auch, um nach proximal zu präparieren, am dorsalen Radius gar nicht mehr so ganz viel zu machen, kommt hier dann eigentlich sehr schön hin und hat genügend Platz, um die entsprechenden Implantate zu platzieren. Und jetzt sollte man idealerweise einen Periostlappen bilden, also versuchen, unter dem Periost zu präparieren. Und das ist hier in dem Fall sogar gar nicht so schlecht möglich, um dann Platz zu haben für die Platzierung der dorsalen Platte oder Platten. Da gibt es unterschiedliche. Es gibt welche, die also übergreifend von Ulna bis nach Radial gehen. Und es gibt andere Techniken, wo man mit einzelnen Platten die Fragmente dann spezifisch adressiert. Das wäre jetzt hier in diesem Fall auch unser Plan. Und der große Vorteil beim dorsalen Zugang ist, Sie können also direkt auch mal in das Gelenk reingucken. Wir machen das jetzt, ich hoffe, dass das soweit sichtbar ist, mal so, dass wir probeweise hier das Gelenk aufmachen. Das würde man sonst natürlich sparsam machen, aber wenn es darum geht, mal die Gelenkfläche selber zu sehen, dann geht das nur von dorsal. Und man muss dabei natürlich bedenken, dass man das Ganze noch instabiler macht. Also je mehr man von den Bandansätzen ablöst, desto schlechter ist es dann auf der einen Seite mit der Durchblutung und desto weniger Halt haben auch die Fragmente. Auch das Abpräparieren des Periostes führt natürlich dann zu einer weiteren Freilegung. Aber wir haben ja hier das Problem mit diesem großen Radius-Dilute-Fragment, um das wir uns dann nochmal kümmern wollen. Mhm. Und aus dem Grund ist das sicherlich sinnvoll, dass man die Präparation hier ein bisschen größer auch fortführt. Leider brauche ich noch mal ein Messer. Haben Sie noch mal eins vorbereitet? Okay, danke. So, wirkt jetzt alles noch ein bisschen unübersichtlich, ist es auch in der Tat, aber wird gleich besser. Wir sehen hier gerade, da liegt unsere Schraube. 16er Schraube, ja. Die war dann eben doch ein bisschen lang. Gucken wir mal, dass wir mit der Platte dran vorbeikommen. So, also jetzt könnte man mit sehr dünnen Kirschner treten. Zum Beispiel versuchen erstmal das Radius-Styloid-Fragment zu reponieren. Das habe ich hier ganz gut unterm Daumen. Ich mache das jetzt mal blind und hoffe, dass ich damit dann auch mit dem Draht einigermaßen richtig liege. Hohes Risiko. So. Gucken wir mal, ob das jetzt richtig kommt. Okay, also wir sehen, das scheint noch nicht so ganz schick. Das muss noch deutlich weiter nach drüben. Hast du ein Rasma hier? Ich kann das ein bisschen Maschinen noch werfen. Mobilisiert vielleicht. Wollen wir mal gucken, ob es steht, oder? Jetzt hast du aber deine Finger da drin. Oh. Okay. Überlebens.
Also so könnte man das besser hinkriegen. So, und natürlich könnten wir jetzt auch das Ulnacher Fragment noch zusätzlich reponieren. Wir machen aber erstmal die radiale Osteosynthese und gehen dann erst nach Ulna, weil wir jetzt davon ausgehen, dass radial eigentlich besser aussieht da, und das Ulnacher Fragment noch abgesenkt ist. Also wir nehmen jetzt die dafür vorbestimmte dorsoradiale Platte, haben auch hier immer noch die große Trümmerzone, die wir letztendlich nicht adressieren können. Das sind mehrere Fragmente, die liegen hier noch im Weichteilverbund. Die lassen wir dann auch so liegen. Und jetzt ist das für mich das erste Mal, dass ich mit dieser Platte was mache. Deswegen weiß ich noch nicht so genau, ob die dann auch tatsächlich genau dahin passt, wo ich mir das vorstelle. Okay. Da gab es, glaube ich, eine Frage aus dem Chat raus, hatte ich gerade gesehen. Können Sie die noch einmal einblenden, bitte? Messer bitte nochmal. Haben Sie das Skalpell noch irgendwo? Ja. Frage ist dann doch nicht da. Okay. Doch noch nicht. Also hier sind jetzt unsere beiden Schrauben, die wir von Palmer eingebracht haben. Aber eigentlich stören die uns nicht, weil die genau in der Mitte liegen. Davon nicht, ne? Und deswegen sollte das jetzt kein Problem sein. So, und diese Platte hätte den großen Vorteil, dass sie das Styloidfragment einfach dann nochmal nach zentral drücken würde und gleichzeitig eben gegen eine dorsale Dislokation sichert. So, jetzt kommt wieder so eine Phase, da muss der Operateur dann wirklich einen guten Assistenten haben. Ja. Ja, also wir machen erstmal die Platte fest, dann kommen wir gleich auf die Beantwortung der Frage. Ja, wir sind ja jetzt gerade schon dabei, so ein bisschen auf die Frage einzugehen. Die Frage lautet, was hat man da für Tipps, wenn so Trümmerfrakturen vorliegen, um die gut zu rekonstruieren? Ja, das, was wir hier machen, das ist schon so ein Konzept, dass wir auch praktisch eine 360-Grad-Versorgung machen. Ja, muss ich, das Ding hat einen relativ langen Anlauf. Ne? Also sieht man, die Platte ist jetzt ein bisschen zu weit distal. Das wirkt auch immer noch ein bisschen dramatischer auf dem Bild, als tatsächlich das Ganze dann ist. So, und jetzt müssen wir mal bohren. Also um nochmal auf die Frage dazu kommen. Es gibt ja grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweisen an diese Art von Frakturen. Man muss ja ehrlicherweise sagen, warte ich da drehen? Gut, geht das so? Super. Wir hatten es ja mit der palmaren Platte, hatten wir schon relativ gut, muss man sagen. Ne? Und da hatten wir uns vorhin ja schon die Frage im Prinzip überlegt, ob man es bei einer palmaren Platte belässt. Und wir haben es halt bewusst jetzt aus Demonstrationszwecken uns für eine Mehrfachplattenosteosynthese entschieden. Grundsätzlich kann man ja sagen, bei den mehrfragmentären Frakturen, man versucht sie zunächst erstmal zu stellen, die mit temporären K-Drähten zu fixieren und dann letztlich die Platte draufzulegen und dann sukzessive zu besetzen, ist die eine Variante. Natürlich ist das schwierig, wenn man mehrere Trümmerfrakturen oder mehrere Trümmerzonen im Radius selber hat, dass die K-Drähte da nicht adäquat greifen. Aber in der Regel ist es so, dass es immer wieder größere, solide Fragmente gibt, die man dann doch mit den jeweiligen Platten oder K-Drähten adjustieren kann und temporär fixieren kann. So, also die Platte sieht jetzt relativ lang aus auf der Seite, ist aber eigentlich korrekt. Also wir sehen das hier auch klinisch und können noch einmal in der seitlichen Ebene gucken. Ja, Bummel. Das Ding hat aber echt eine Verzögerung. Wahnsinn. Na, ein bisschen so weit ist da. Man sieht aber auf dem Styloid-Dorsal drauf, ne? Wir sehen es immer hier, die klinische Kontrolle. Hier ist Gelenklinie ungefähr, ne? Wenn wir es so zusammenschieben, wird es knapp. Können wir hier vielleicht noch einen Tick nach. Wir schieben die noch ein bisschen nach proximal. Dann brauche ich nochmal den Schraubendreher. So, das ist aber auch im klinischen Alltag dann normal, dass man noch ein bisschen nacharbeiten muss. Hier in dem Fall sind wir jetzt mit der Lage der Platte doch noch nicht so ganz zufrieden. Die könnte noch etwas weiter nach proximal geschraubt werden. Und wir werden das jetzt entsprechend korrigieren.
Also die Idee ist eben, das Ganze schrittweise aufzubauen, von radial beginnend. Hier haben wir das größte Fragment und dann nach Ulna als nächstes den Gelenkblock auch entsprechend mit einer Platte zu adressieren. Das ist noch eine spannende Frage gekommen, die hätte ich auch als nächstes gestellt. Es ist, wir wissen ja, dass bei C-Frakturen, oder anders gesagt, 20% aller C-Frakturen haben ja akute SL-Band-Verletzungen noch dazu. Und soweit ich da aus der Literatur das weiß, ist es ja so, dass 80% dieser SL-Band-Verletzungen in den nativen Bildern praktisch unentdeckt bleiben. Ne? Das heißt, man müsste Stressaufnahmen machen, um das zu verifizieren. Angenommen, wir hätten jetzt hier eine SL-Verletzung, wäre ja nicht ganz unwahrscheinlich, ne? Mit dem genau, das könnte ja gut sein. Wie würdest du das mitversorgen? Ja, wir würden es ja jetzt sowieso sehen, weil wir einmal von dort aus schon das Gelenk aufgemacht haben. Und dann kommt es auf den Patienten an. Ja? Also wenn das jetzt eine 75-jährige Patientin ist, nehmen wir nochmal eine 14er, dann würde man ja auch gar nicht erwarten, dass die Patientin jetzt die Arthrose, Slack Wrist, noch erlebt, die dadurch entstehen könnte. Dann muss man sich das gut überlegen, ob man den Aufwand betreiben will. Aber sonst grundsätzlich ist ja das Wichtigste erstmal die Reposition der Carpalia, damit die Bänder ausheilen können. Mhm. Und das kann man nur klinisch kontrollieren, indem man tatsächlich schaut, wie liegen die beiden Knochen, Lunatum und Scaphoid, zueinander. Und wenn das dann passt, dann kann man es transfixieren. Und diese Naht des Bandes ist ja mehr ein Mythos als etwas, was man tatsächlich auch durchführen kann, weil dieses Band so klein ist und so zart, dass eine Naht nur in den seltensten Fällen gelingt. Ja, ja. Aber das wäre dann im Prinzip eine temporäre Kardrat-Fixation bei anatomischer Reposition. Reposition, dann, ne? Genau. Und die Stressaufnahmen, die du machst, die sind dann auch praktisch Radialduktion und Ulnaduktion? Sowohl als auch. Und da guckt man, dass die beiden Knochen sich harmonisch bewegen, dass es nicht ruckartige Bewegungen gibt, wo der Spalt dann mal aufgeht und dann wieder sich schließt. Ja. Also wir schauen ja nach den dynamischen Instabilitäten. Die statischen Instabilitäten, die gibt es ja bei den frischen Verletzungen eigentlich kaum. Nein, genau. Na, so wäre es eigentlich jetzt ganz gut. Proximal ist die Platte noch ein bisschen verdreht. Das können wir noch korrigieren. Aber so wäre jetzt der Anfang. Halb, okay. Das ist diese Welle schon. So. Okay, also wichtig ist tatsächlich auf die SL-Bandverletzung immer mit zu achten. Und so, jetzt machen wir hier noch eine Schauung. Hat mir gesagt, sind häufig, gerade bei den C-Frakturen, ne? Ungefähr ein Viertel. Man muss sie dynamisch untersuchen. Das heißt, man erkennt 80% nicht auf den primären statischen Bildern von den akuten frischen Verletzungen. Und man, warte, ich habe dir schon überlegt. Und man muss sich den Patienten genau anschauen, was hat man für einen Patienten, wie alt ist er, hat er bereits eine Arthrose im Handgelenk oder nicht? Geht auch nicht, und dann geht's so? Ja, geht. Okay. Und muss dann im Prinzip eine patientenindividuelle Entscheidung treffen. Ne? Und in der Akutsituation wäre ja dann im Prinzip die Kardrat-Osteosynthese Richtung Lunatum und Richtung Capitatum, wenn man es reponiert hat, dann zielführend. Geht und geht. So, mal eine 12er reicht. 12 Corticalis, ja, Sie haben nur einen. Ja, 12 Corticalis. Wir haben noch eine weitere Frage. Da geht es um die Frage nach dem OP-Zeitpunkt, wenn man kombinierte Zugänge verwendet. Ja, es soll ja Kliniken geben, wo die Versorgung einer distalen Radiusfraktur primär erfolgt nach dem Unfall. Das ist aber dann doch eher. Das ist doch aber eher im Alltag die Ausnahme. Das heißt, die Patienten warten ja so eine Woche schon auf die Operation. Und da in der Zeit haben dann auch die Weichteile Zeit abzuschwellen. Und dann geht das auch mit der kombinierten palmaren und dorsalen Versorgung. Wichtig ist, dass sie dann hinterher schon mal ein paar Tage die Hand richtig hochlegen und hochhalten, weil es sonst doch auch ganz deutliche Schwellungszustände geben kann. Aber in der Regel ist der distale Radius, was die Weichteilverhältnisse angeht, eher unkritisch. So, also wir hätten jetzt die Platte hier befestigt, könnten noch mal so ein bisschen nachreponieren, was das Radius-Styloid-Fragment angeht. Auf jeden Fall haben wir mit der Platte jetzt ideale Voraussetzungen für die definitive Versorgung. Mir wird es jetzt wahrscheinlich so ganz gut gefallen. Zumindest ist das klinisch okay. Und dann könnten wir an der Stelle auch noch mal
Ja, so wäre das jetzt in Ordnung. Und dann könnten wir an der Stelle auch mal winkelstabile Schrauben einbringen, machen zumindest jetzt mal eine rein. Ja, ich baue in das Rad des Silhouette-Fragment. Zentral. Kommst du hin? Ja. Gut. Machen wir hier, ne? Okay, und da zeigst du es jetzt wieder, wenn man so einen super Assistenten hat. Da kann man mal ganz kurz durchatmen. Und der, aber hier ist nicht gut Knochen, den machen wir glaube ich nicht. Egal, hat eher eine abstützende Funktion. Muss man sich natürlich im Klaren sein darüber, hier brauchen wir jetzt tatsächlich winkelstabile Schrauben, weil die Knochenqualität schlecht ist und weil die eher so eine Abstützfunktion haben und unter dem Rest der Kortikalis und der Gelenkfläche liegen. Eine 14er bitte. Ja. Radiostylit ist ja eigentlich immer 14 oder 16, da kann man sich recht gut drauf verlassen. Und natürlich würde man jetzt hier die Osteosynthese dorsal auch noch ein bisschen umfänglicher machen, aber für das Prinzip der schrittweisen Rekonstruktion der einzelnen Pfeiler ist das sicherlich so schon mal ganz gut. Also der nächste Schritt wäre dann die Versorgung des dorso-ulnaren Kantenfragmentes. Wir wissen ja, dass in vielen Fällen auch nach Palmarn Plattenosteosynthesen doch noch dorsale Instabilitäten resultieren und die Patienten dann sekundär wieder einen Repositionsverlust erleiden. Und gerade dagegen wollen wir durch diese zusätzliche dorso-ulnare Platte auch adäquat handeln. So, jetzt war ja unser Eindruck, dass der dorso-ulnare Anteil noch abgesunken ist und dementsprechend würden wir jetzt hier das Ganze anheben. Könnte man das überlegen, ob man das noch in irgendeiner Weise unterfüttert. Braucht man ja in der Regel nicht. Ist eine winkelstabile Versorgung. Jetzt ist es wichtig, dass man das Radiostyloid-Fragment als Template nimmt und hier guckt, dass man die Reposition an diesem Fragment ausrichtet. Ja, Sie sehen, das haben wir jetzt ein bisschen angehoben mit der Pinzette. Machen das nochmal gerade mit einem schöneren Röntgenbild. Ja, und Sie sehen, da ist jetzt noch ein kleiner sagittaler Spalt, aber ansonsten sieht das schon recht vernünftig aus. Und den könnte man dann auch nochmal mit einer kleinen Zange schließen, weil wir drücken einfach gegen das Fragment von Ulna noch ein bisschen gegen. Und jetzt würden wir die zweite Platte platzieren. Der große Vorteil ist auch, man kann jetzt hier auch das Tuberculum Listeri sogar noch respektieren. Das Skalpell bitte nochmal. Braucht noch ein bisschen Platz. Jetzt, wenn wir das Tuberkulum präparieren, ich habe es nochmal mit einem Haken da rein, ist noch eine interessante Frage gekommen. Da geht es um die PSU-Abrisse. Mhm. Macht man es grundsätzlich überhaupt? Gibt es da Evidenz dafür? Oder ist das was, wo man die Finger von lässt? Ja, ist ein viel diskutiertes Thema. Hat sich inzwischen herausgestellt, man muss eigentlich nur die versorgen, die intraoperativ eine Instabilität des distalen Radioulnargelenkes haben. Ja, das kann man dann auch entsprechend überprüfen. Sollte man sowieso machen, genauso wie man die dynamische Untersuchung für das SL-Band macht, macht man auch nach der Osteosynthese noch eine Stabilitätsprüfung, klinische Stabilitätsprüfung für das distale radioulnare Gelenk. Mhm. Und wenn man dann den Eindruck hat, dass der abgerissene Prozess des Styloideus ulni der entscheidende Faktor ist für diese Instabilität, dann macht man den fest. Ansonsten nicht. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die dislozierten PSU-Abrisse häufig eine Erfordernisfehlstellung sind, weil der Radius nicht vernünftig reponiert ist. Mhm. Und das heißt, wenn man den jetzt in die normale Position zwingt, dann bringt man auch den gesamten Bandapparat durcheinander. So, jetzt bin ich mir gerade nicht so ganz sicher, wie die Platte ideal liegt. Ich würde sie jetzt mal so ausrichten und den Professor Hoffmann dann bitten, dass er ein Schaftloch besetzt. Bohren bitte und einmal ein Röntgenbild nochmal vorher. Und wir machen vorher nochmal ein Röntgenbild und immer daran denken, man kann nur monokortikal bohren, weil auf der anderen Seite die Platte liegt. So, also. Ja, so. Ist der Spalt ein bisschen aufgegangen wieder? Ne? Ja, der Spalt ist ein bisschen aufgegangen. Wir haben da auch so kleine Repoklemmen da. Also ich glaube, wenn man in die Literatur guckt, muss man sagen, PSU-Abrisse zu fixieren mit irgendwelchen Hakenplatten und dergleichen per se macht, glaube ich, keinen Sinn. Das ändert am Ergebnis da nichts. Es gibt eine gewisse Verbindung von PSU-Abrissen mit TFCC-Läsionen. Das wäre dann aber auch was man nicht in der akuten Fraktursituation machen würde, sondern wenn es nicht aushält oder da Probleme bestehen, dann würde man da getrennt vermutlich nochmal reinschauen im Verlauf. Ja, ne? Ja, siehst du, glaube ich, so auch, sehe ich so. Auch so. Genau. Und dann erst die wirklichen Ulna oder pseudoidnahen Schaftfrakturen, die sollte man natürlich verplatten, weil die in der Regel eine schlechte Heilungstendenz haben, muss man ehrlicherweise sagen.
Ich glaube, wir machen erst die Platte fest. Solide Platte. Genau. Gib mir den Bohrer, wir machen erst die Platte fest und dann reponieren wir das Distano-Fragment nochmal schön. So, die Lage ist eben noch nicht perfekt. Moment, ich guck nochmal. So ist ganz so gut. So etwa, ne? Ja. Nochmal eine 14er, bitte. Mhm. Ja, da sind schon viele Schrauben an der Stimme. Mhm. Oh, entschuldige, gib mir eine 12er, bitte. So, also hier ist sehr schön an diesen Platten, die haben auch alle nochmal die Abwicklung nach, in ihrem distalen Anteil nach Palma, sodass sie also gegen die dorsale Dislokation der artikulären distalen Fragmente wirken. Das ist das, was man sich eigentlich auch wünscht. Eine Pinzette. So, Moment. Mach das mal so, so einfach. Siehst du das Loch noch? Nee, hast du einen kleinen Kartrad? So, jetzt sind die üblichen Probleme. Jetzt finden wir das Bohrloch nicht mehr. Sonst nehmen wir die Platte mal weg. Ja, warte. Ja, da habe ich. Okay. Okay. Da können wir die Platte nochmal ausrichten. Da. Ich glaube, wir müssen die Platte dann noch etwas drehen, bevor wir die ganz festmachen. Man will ja auch, dass es eine ästhetisch schöne Osteosynthese wird und die Platten nicht so kreuz und quer liegen. Da freut sich keiner. Okay. Ja, ich glaube so. Ja, die Platte dreht zu sehr. Ich glaube, wir müssen eher noch eine zweite Schraube bohren über. Die definitiv festdrehen. So, bohren bitte. Nochmal eine Zeit. Ich mache nochmal ein Bild vorne. Wir liegen auch. Ja. Ja, das ist eigentlich gut so. Ich mache hier mal ein bisschen Spannweite. Ja, nochmal eine 12er bitte. So, also man muss sagen, das, was wir jetzt hier zeigen, ist eben auch nicht der Alltag. Es soll ja ganz bewusst so ein bisschen in die Zukunft gehen. Was macht man mit herausfordernden Fraktursituationen? Wir haben in unserer Klinik die Doppel- oder sogar wie hier jetzt gezeigt, Triple-Platten-Osteosynthese in deutlich unter 10% der Fälle. Die meisten kriegen eben einfach eine palmare Versorgung. Aber wichtig ist eben die Analyse der Frakturmorphologie schon anhand der CT-Bilder, die können noch ein bisschen. Ja, das gehen wir ein bisschen nach. Und dass man dann schon mal das Konzept hat und nicht intraoperativ überrascht wird, wenn es. Ach, der will die nicht. Die will nicht so richtig rein. Ja, wenn es dann intraoperativ noch nicht mit der Reposition perfekt ist. So, jetzt gucken wir nochmal. So, ist schon ganz gut. Jetzt wirkt der Radius noch ein bisschen verbreitert. Das heißt, jetzt könnten wir noch mit dem Zahnarzttagen dieses artikuläre Fragment ein bisschen nachreponieren. Das gibt ja auch noch nach. Also man kann es noch nach distal schieben. Also ich finde auch eine ganz spannende Frage, die man sich doch vermehrt immer stellt, ist, wenn man jetzt von einer rein palmarer Plattenosteosynthese macht, wie lang macht man denn die Schrauben im sagittalen Durchmesser? Und da waren wir anfangs immer bemüht, dass wir dürfen natürlich nicht auf der Gegenseite rauskommen, um die Extensorensehne nicht zu gefährden. Mhm. Aber man darf auch nicht zu wenig haben. Was ist das hier am Jahr, ne? Weil das sonst biomechanisch zu instabil ist. Und ich handhab das eigentlich immer so, dass so 80% ungefähr reichen vom sagittalen Durchmesser her. Oder bist du da aggressiver, dass du wirklich hinten aus der dorsalen Kortikalis rausschauen? Ja, natürlich nicht, das haben wir ja gelernt. Eine 16er bitte. Die Schrauben dürfen auf keinen Fall dorsal überstehen, weil gerade diese einzelne Schraubenspitze doch eher mal einen Schaden macht, insbesondere im dritten Strecksehnenfach für die lange Daumenstreckszene. Ja. Und klar, wir bemühen uns ja erstmal, die dorsale Kortikalis gar nicht zu durchdringen. Und wenn es dann doch passiert ist, dann ziehen wir auf jeden Fall deutlich ab, mindestens 2 mm. Ich könnte das jetzt nicht in Prozent sagen, aber 2 mm werden immer abgezogen. Gut, ja. So, okay, jetzt sehen wir hier, Platte steht ab, verstehe ich nicht. Ja, also das Rahmenprinzip ist jetzt, glaube ich, relativ gut hier deutlich geworden. Man könnte dann
noch weitere, mindestens eine weitere Schraube in die beiden distalen Löcher reinmachen. Und wie man jetzt sieht, ist die Gelenkstufe noch nicht perfekt ausgeglichen. Es kann sein, dass das Ganze auch noch so ein bisschen federt. Also das stützt, die Schraube stützt eigentlich nur ab. Und man kann das hier noch ein bisschen anheben. Ich kann ja da noch eine reinbringen. Bohr noch mal bitte. Eine winkelstabile jetzt. Und ich nehme die kleinere Putzzange. Und ich versuche mal von hier. So ein bisschen zusammen. Ja, und so, machen wir nochmal ein Bild. So, jetzt ist die Gelenkstufe gerade weg. Was man sieht, dass die eine Schraube, die in dem ulnaren Plattenanter ist, die ist nicht mutig genug. Die liegt noch zu weit weg. Messen. Bitte einmal. Habe ich hier. Du musst deinen Hakenzick zurückziehen, Leute. Liegt da im Schraubenmotor. Das kann nicht sein. Es gibt mal eine 18er, 16er bitte. Eine 18er, bitte ruhig. Genau, wir kommen langsam. Was ist das, 18 oder 16? 18. 18? Gut. Ja. Eine 16er nehme ich. Bitte. Ja, nein, besser, lieber eine 16er. Also, wir kommen jetzt langsam auch ja, hier ganz gut voran. Es geht Richtung Ende und das stellt sich ja irgendwann auch das, die Frage nach dem Nachbehandlungskonzept. Ne? Ja. Die Patienten gehen mit dem Gips in der Regel in die OP rein. Wie kommen sie raus? Ohne Gips? Oder? Also, wir sehen keinen Nachteil, wenn die eine gewisse Rückstellung haben. Mhm. Also, die kriegen erstmal alle für 2 Wochen eine Cast-Schiene grundsätzlich, damit die Weichteile mal abheilen können, damit die nicht gleich von Anfang an mit Schmerzen Bewegungen machen. Das muss nicht sein. Und bei denen, wo wir sagen, das ist noch nicht so ganz überzeugend, da geben wir auch gerne nochmal für weitere 2 Wochen eine Orthese. Dann sind die nicht mehr so eingeschränkt, haben aber trotzdem noch ein bisschen Sicherheit für den Alltag. Ja? Und ich gebe mal zurück. Oh, und ansonsten sagt man, es ist durchaus auch in der Diskussion, ob nicht die ganzen Begleitverletzungen, die wir eben normalerweise nicht sehen, wenn wir von Palma rangehen, einfach zu früh dann auch wieder bewegt werden und es dann dadurch zu einer Nichtheilung kommt von ligamentären Begleitverletzungen, was wir uns eigentlich nicht wünschen. Also diese Rückstellungszeit 2 Wochen grundsätzlich immer, wir sehen da keinen Nachteil und man kann auch im Bedarfsfall mal 4 Wochen rückstellen. So, jetzt gucken wir nochmal, wie es aktuell aussieht. Also man sieht, der Spalt ist noch ein kleines bisschen da und jetzt stört eigentlich auch die palmare Platte offensichtlich. Die liegt ein bisschen zu weit ulnar, das könnte man noch nachkorrigieren. Wir gucken mal, wie das jetzt im seitlichen Strahlengang aussieht. Ja, machen wir mal ruhig raus. Ja, eigentlich ganz gut. Also man sieht sehr schön, Gelenkfläche stimmt wieder. Die Inklination ist auch ordentlich wiederhergestellt. Die palmare Platte liegt nicht perfekt. Das würde man dann noch ein bisschen nachkorrigieren. Die hat ja auch weiterhin noch ihre Abstützfunktion, die wir auch auf jeden Fall nutzen wollen. Und dann braucht man, jetzt sieht man es eigentlich schön, gar nicht mehr so sehr viele Plattenschrauben von Palma dann nochmal in die Platte reinzumachen. Ja? Also Prinzip ist sicherlich so klar. Hier für den Operateur das erste Mal mit der dorsoradialen Platte so ein bisschen Gewöhnungsprobleme. Die hätten wir vielleicht noch ein bisschen anders drehen müssen, deswegen ist die da relativ prominent. Aber durchaus auch geeignet, um solche schwierigen und herausfordernden Fraktursituationen zu versorgen. Den Draht könnten wir jetzt wieder rausmachen. Ich will jetzt nur noch mal ganz kurz zeigen, wie wir mit den Weichteilen umgehen, dann zum Ende der Operation. Auf der Dorsalseite. Draht machen wir raus. Also Sie können sich natürlich jetzt vorstellen, dass wir noch ein paar mehr Schrauben einbringen würden in die Platten auf beiden Seiten. Und jetzt hatte ich ja gesagt, ist die Schwierigkeit, dass man eigentlich nicht will, dass die Strecksehnen dann über der
über die Platten direkt verlaufen. Und hier haben wir auf der einen Seite, auf der ulnaren Seite, ich brauche nochmal eine Pinzette, ach, hier ist die. Hier hätten wir also auf der ulnaren Seite den Vorteil, dass dieser relativ dicke Periostlappen schon mal die eine Platte ganz gut abdeckt. Den könnte man hier wieder refixieren und auf der radialen Seite ist uns das nicht so ganz gut gelungen. Da könnte man dann eventuell mit einem der zuvor gebildeten Retinaculum-Lappen die Platte etwas abdecken. Dann müsste man den jetzt von hier dann unter die Sehnen ziehen. Hätte dann damit eine partielle Abdeckung der Platte, also zumindest den distalen Schenkel. Und könnte aber trotzdem noch das Retinaculum extensorum mit den übrigen Schenkeln von diesen Retinaculum-Lappen wieder rekonstruieren, ohne dass man eine Verlagerung der Extensor pollicis longus in das subkutane Gewebe automatisch machen muss. Also man arbeitet sich dann in der Regel mal so ran, dass man hier ist der Retinaculum-Lappen, erstmal anfängt, das Periost zu nähen. Das wäre so der erste Schritt. Dann hat man schon mal den größten Teil der Platten abgedeckt und kann dann später einen der Retinaculum-Lappen unter den Strecksehnen hindurchziehen, um hier diesen etwas kritischen Anteil der dorsoradialen Platte nochmal mit abzudecken. Das wäre dann so der Verschluss, den wir uns wünschen würden. Und erstaunlicherweise, bei den Metallentfernungen gibt es eigentlich kaum mal Probleme. Oder man findet dann immer ein sehr schönes, narbiges Regenerat und die Platten liegen auch weit weg von den Sehnen und man erkennt auch nicht, dass da irgendein Schaden entstanden ist. Also es gibt viel weniger Probleme durch den dorsalen Zugang für die Strecksehnen, als man das gemeinhin erwarten würde. Ja, wunderbar. Das hat auch so vernünftig gut geklappt. Also um das nochmal zusammenzufassen, Radiusfraktur und Standardzugang, glaube ich, kann man sagen, von Palma. Die Palma-Plattenosteosynthese ist da sicherlich die Standardprozedur. Für diese Fraktur waren wir eigentlich relativ gut von Palma davor und ich war da eigentlich recht optimistisch, dass wir das von Palma alleine auch vermutlich hinbekommen hätten. Mhm. Wir haben es aber bewusst so ausgesucht, dass wir Ihnen da den komplexen Zugang demonstrieren, also sowohl die palmare Plattenosteosynthese als auch die dorsalen zusätzlichen Möglichkeiten, um herausfordernde Frakturen, insbesondere bei jungen Patienten, dann auch adäquat zu stabilisieren mit einem ansprechenden Ergebnis nach Osteosynthese. Wir hatten über die SL-Band-Verletzungen gesprochen, die sind nicht selten, bei C-Frakturen immerhin ein Viertel. Alle Radiusfrakturen haben SL-Band-Verletzungen, die muss man dynamisch untersuchen, weil man sie in den statischen Untersuchungen nicht erkennt. Auch da muss man sich den Patienten gut angucken, ist das was, was wir behandeln wollen oder nicht. Wenn, machen wir es mit Stressaufnahmen, reponieren die Carpalia und machen dann im Prinzip in der Regel eine Kardrad-Osteosynthese für 6 Wochen, die wir dann letztlich rausnehmen. Genau. Ja, zu den Plattendesigns, was kann man da noch diskutieren? Watershed-Design, nicht Watershed-Design? Ja, auch das entwickelt sich immer weiter. Wichtig ist eben, dass man die Platte möglichst nicht zu weit nach distal schiebt. Da geht es ja gerade um die aktuelle Diskussion zur Song-Klassifikation, die dann eben beschreibt, inwieweit die palmare Platte dann die Watershed-Line tangiert. Sie soll auf jeden Fall nicht distal überstehen, das wäre dann für die Beugesehnen sehr kritisch. Einen palmaren geringen Überstand kann man in vielen Fällen auch tolerieren, das wäre dann Song 1, das andere Song 2. Wir tendieren grundsätzlich dazu, die Platten wieder zu entfernen. Zumindest aber bei denen, wo ein Songgrad 2 vorliegt und Songgrad 1, würden wir es auch empfehlen. Und die meisten Patienten wünschen sich das und das deutsche Gesundheitssystem lässt es ja auch zu, dass man die Platten wieder rausnimmt. Aber wohin geht die Entwicklung? Die Entwicklung geht dahin, dass es noch fragmentspezifischere Platten gibt. Wir haben auf der Beugeseite, so wie man das jetzt in dem konkreten Fall auch sieht, ja das Problem, dass man die Platten gar nicht weit genug nach distal schieben kann, um zum Beispiel ein palmares Abscherfragment ausreichend zu adressieren. Auch dafür gibt es inzwischen schon Platten, die mit kleinen Haken die Möglichkeit bieten, auch solche Fragmente dann ausreichend zu fixieren. Also für das ulnopalmare Kantenfragment, was im Rahmen einer Luxationsfraktur, also einer Reverse-Barton-Fraktur auftreten kann, gibt es inzwischen schon Platten. Und diese sind natürlich sehr hilfreich für sehr schwierige Fraktursituationen. Also je weiter man distal ist, je kleiner die Fragmente sind, desto größer sind auch die Herausforderungen. Die meisten kann man aber gut von Palma über die Standardplatten lösen. Es gibt ja noch alternativ zu den Schrauben in den Radius
Platten bieten ja viele Firmen diese Packs an, also einfach nur Stifte. Mhm. Und da sagt die biomechanische Untersuchung ja, dass die im Prinzip genauso stabil sind und man auch so eine Platte mit winkelstabilen Packs besetzen könnte grundsätzlich. Ich glaube, wir in Deutschland, also ich habe da keine Erfahrung mit, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ob ihr diese Packs regelhaft nutzt. Wenn man sich mal so rumhört, die nimmt eigentlich keiner. Ich glaube, in Amerika werden Amerikaner die nehmen das gerne, aber in Deutschland hat sich das nicht durchgesetzt, obwohl es sicherlich kein Nachteil ist. Mhm. Und ja, Vorteil wäre vielleicht ein bisschen günstiger in der Anschaffung. Ja, aber ansonsten, man muss jetzt auch das Sieb nicht unbedingt damit aufrüsten. Ja. Wir haben die sehr schönen funktionierenden winkelstabilen Schrauben und die nehmen wir dann auch als Standard. Ja. Plattenentfernung, wenn es frühzeitig sein muss, nach 3 Monaten, 6 Monaten? Sechs Monate. Und ansonsten sagen wir unseren Patienten immer, kommen Sie nach einem Jahr nochmal wieder und dann beraten wir Sie zur Metallentfernung. Ja, sehe ich genauso. Genau. Ja. Haben wir noch Fragen aus dem Chat? Ich kann da gerade leider welche Naht für das Retinaculum verwendet, steht da. Das ist eine wichtige Frage. Das würden wir immer mit einem resorbierbaren Faden machen. Wir nähen dann immer erstmal die Ecken fest, damit das sortiert ist und machen dann eine fortlaufende Naht mit einem PDS-Faden 3.0. Mhm. Wir gucken, ob es noch weitere Fragen gibt. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Ja, sonst können wir noch mal eine Option diskutieren. Wir hatten das ja vorhin schon angesprochen. Mhm. Bei diesen Trümmerfrakturen, wo man früher im Prinzip einen Fixateur extern gebaut hatte, besteht ja die Möglichkeit, dass man diese Wrist-Spanning Plates als Fixateur intern im Prinzip baut. Die lassen sich ja eigentlich ganz elegant montieren. Dadurch, dass man einen kleinen Hautschnitt hier macht und hier, je nachdem, wie man die Hand ausrichten möchte, auf den Metakarpale 2 oder Metakarpale 3. In der Regel ist ja die Zone um das Lister-Tubercle zerstört bei dieser Art von Frakturen, sodass man natürlich versucht, die Perkutan unterhalb der Strecksehnen durchzuschieben und das dann zu fixieren. Das macht, also wir haben da, denke ich, jetzt so 4-5 Platten von verbaut innerhalb der letzten 1,5 Jahre. Mhm. Ich war am Anfang extrem kritisch, was die Ergebnisqualität da betrifft und muss sagen, im Nachhinein sind die Patienten für das Ausgangsergebnis, also wie die Fraktur konfiguriert war, extremst gut rausgekommen. Mhm. Das wird relativ gut toleriert. Also die Patienten können ja frei umwenden im Prinzip, weil das Drug ja freigegeben wird und nicht in der Regel zumindest nicht temporär fixiert wird, sodass die Umwendbewegung frei ist, was natürlich nicht geht. Radial Ulnaduktion und Extension Flexion natürlich. Mhm. Aber wenn man die ein halbes Jahr drin lässt, ist das immer ein Reserveanker, den man im Kopf haben kann, wenn man nicht auf einen Fixateur zurückgreifen muss. Und gerade bei älteren Patienten kann das ja durchaus eine gute Alternative sein, die dann vielleicht auch dement sind oder andere Probleme haben und mit einem Fixateur idealerweise nicht unbedingt zurechtkommen. Ne? Also gegenüber einem Fixateur auf jeden Fall zu bevorzugen, gerade wenn es eben um das Ausbehandeln damit geht. Die Frage ist jetzt, ob man das nur als intraoperative Notlösung hat oder ob man es schon vorher so plant. Mhm. Wie ist das bei euch für diese 4-5 Fälle? Also es ist so, dass wir bei allen 4-5 Fällen sind wir mit einer palmaren Plattenosteosynthese ins Rennen gestartet. Das war im Prinzip das, was wir machen wollten. Und das war im Prinzip eine Rescue-Option. Die palmare Platte ist auch als Abstützplatte drin geblieben, muss man sagen. Die haben wir nicht entfernt, sondern ist drin geblieben, aber nur als Buttress-Platte. Die hatte dann distal keine Schrauben dort im Kopf. Und es ist zusal von dorsal diese Wrist-Spanning-Plate dazugekommen. Also es war da keine geplante Prozedur. Mhm. Aber es gibt herausfordernde Frakturen. Ich fand auch dies war hier nicht leicht. Also in dem Moment, wo man es dorsal aufgemacht hatte, da kamen schon die ersten ein, zwei Angstschweißperlen auf der Stirn sozusagen. Da sieht es ja doch dann immer schlimmer aus. Mhm. Und man wundert sich, finde ich, doch persönlich immer, wie viel man eigentlich von Palma geregelt bekommt. Ne? Wie viel über Ligamentotaxis geht. Du hattest es ja am Anfang angesprochen. Mhm. Wir betrachten die Gelenke ja heutzutage viel moderner. Also wir sehen ja nicht nur Knochenfrakturen, sondern wir verstehen ja Knochenfrakturen auch bei den großen Gelenken. Also was Schulter zum Beispiel, am Ellenbogen insbesondere, da kommen wir später noch zu, als Avulsionsfrakturen von Bandstrukturen im Prinzip. Mhm. Ne? Und beim Radius ist das natürlich wichtig für die Ligamentotaxis. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass man doch im Prinzip, du hast selber gesagt, 80-90% von palmarseitig adressiert bekommt, auch wenn die ganz schlimm aussehen. Mhm. CTs machen finde ich auch gut, machen wir auch viel. Manchmal machen einem die CTs mehr Angst, dann vor der Operation. Aber ich denke, da besteht kein Zweifel, in der modernen Chirurgie gehören bei intraartikulären Fraktur CT-Diagnostik dazu, definitiv. Ja. Wir würden sogar jetzt noch weitergehen und sagen, dass man auch mal postoperativen CT machen kann, da hat man dann auch immer Angst, was dann dabei rauskommt, aber das gehört eben auch zum Charakter unseres Faches, das ist ja ganz transparent. Definitiv. Ja.
arthroskopische Repositionskontrollen intraoperativ, so bei Die-Punch-Fragmenten oder dergleichen, macht das, ist das was, wo du sagst, Nein, also da sind wir dann doch eher für die dorsale Kontrolle offen, über eine entsprechende Mini-Arthrotomie. Es gibt Ärzte, die können das richtig gut, aber nur wenige. Und die haben da auch noch akzeptable Operationszeiten, will ich mal damit sagen. Aber es ist nicht einfach und das wäre bei uns auf jeden Fall kein Standard. Sehe ich genauso. Also es gab ja eine Veröffentlichung dazu bei C-Frakturen, wenn dann Step von mehr als 1-2 Millimetern ist oder auch als Gold Standard für die SL-Bandverletzung, dass man immer additiv da nochmal reinschauen sollte. Ich halte das auch für schwer praktizierbar, muss man sagen. Ja. Das ist einfach so. Und klar, die Patienten sollen das bestmögliche Ergebnis haben, aber wir müssen das auch mit einem vertretbaren Einsatz irgendwo machen. Ne? Denn lange Operationszeiten gehen ja auch mit erhöhten Infektraten letztlich einher. Ne? So ist es. Okay, gibt es noch eine Frage aus dem Chat? Nein, das ist nicht der Fall. Okay, dann ist es gerade 18 Uhr. Ja, das war sehr erfrischend. Ich danke dir dafür. Das hat gut geklappt. Sowas ist ja immer anstrengend, das darf man nicht vergessen. Gerade für den, der hier maßgeblich operiert. Das, finde ich, hat ausgezeichnet geklappt. Und man hat gesehen, dass du da in dem Fach ein extrem sicherer Operateur bist. Und das war auch für mich eine Freude, dir zuzuschauen. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ja, top. Auch das Gespräch. Vielen Dank auch für die Assistenz und an alle Beteiligten.